Hallo ihr Lieben, oh, heute möchte ich mal über etwas nicht so Tolles reden. Und zwar geht es um den Boy-Mode, wie ich es immer gerne nenne. Ich bin echt teilweise gezwungen, manchmal als Junge noch rauszugehen und das ist so blöd. Oh Mann, ich habe zwar eine Personenstands- und Namensänderung beim Amtsgericht Oldenburg beantragt. Das Problem ist, dass dieser Prozess sich teilweise bis ein Jahr ziehen kann. Das ist jetzt einen Monat her. Ich habe immer noch keine Rückmeldung bekommen, obwohl ich angerufen habe. Und die mir sagten, ja, da ist jetzt was auf dem Postweg und das wird passieren und bla bla bla. Dann müsste ich eh noch mit den Gutachter reden. Die müssen noch Gutachten erstellen und dann müssen Gerichtstermine gemacht werden und dann Beschluss und oh, das zieht sich halt ewig hin. Das zieht sich ewig hin, Leute. Ich kann mir vorstellen, dass es noch 5 Monate, 6 Monate dauert, bis das erfolgt. Und in diesen Monaten bin ich wirklich ein bisschen geliefert. Ich werde euch sicherlich nicht meinen Ausweis jetzt zeigen, weil es mir peinlich ist, beziehungsweise weil ich mich damit nicht mehr identifizieren kann. Und ja, weil er einfach so viel nicht mehr passt. Der Name passt nicht, Geschlecht passt nicht, wobei Geschlecht ja nicht im Ausweis steht. Und vor allem, jetzt halt euch fest, darum geht es ja auch in diesem Video. Vor allem, das Bild passt nicht. Früher sah ich ganz anders aus. Jeder, der meine alten Videos oder der mich schon länger verfolgt, der das alles kennt, der sich mit mir befasst hat, der weiß, also wie ich da ausgesehen habe und wie dann auch der Ausweis aussieht. Und jetzt stellt euch mal vor. Ich schmink mich, ich style mich und ja, gehe halt als Girl dann raus, was ich ja auch bin. Aber im Ausweis ist dann ein Dude abgebildet mit einem männlichen Namen. Merkt die Problematik? Und das ist mir so unangenehm. Guck mal, wenn ich jetzt ein Paket abhole bei Post. Manchmal passiert es, war ich nicht da. Dann muss ich das Paket von der Post abholen. Das kann beim Kiosk dann sein oder bei Postfiliale beim Bahnhof in Oldenburg. Und bei Post ist es immer so, wenn du ein Paket abholst, du musst immer deinen Ausweis mitnehmen. Muss immer sagen, ja, hier, das bin ich auch, ne? Hier habe ich den Ausweis. Ja, stellt euch mal vor, da kommt ein Girl hin und hat dann einen Ausweis in der Hand, wo zwar der Empfänger dann draufsteht, aber das Bild bzw. die Identität komplett anders ist. Das ist so awkward. Ich möchte nicht in diese Situation geraten. Stell dich doch mal vor. Die können ja alles fragen und das ist ja so doof. Ey, ohne Scheiß, am Ende kriegst du nicht mal das Paket. Ja, nee, das bist aber nicht du. Du siehst ja ganz anders aus oder so. Und dann muss man das alles erklären und och, nee. Ey, nee, es geht gar nicht, Leute. Es geht gar nicht. Und deswegen bin ich gezwungen, bei Post allein schon immer in Boy-Mode zu gehen. Bei meinen Edeka, wo ich immer einkaufen gehe, ist es nochmal was anderes, weil ich kaufe ja immer die gleichen Sachen, immer ungesunde Sachen. Die kennen mich halt schon alle. Die kennen mich wegen der Maske, die halt auffällt, die Tokyo Ghoul Maske. Und weil ich eben halt immer super viele Energy Drinks kaufe, Instant Suppen und so weiter und so fort. Selbst wenn ich da als Girl dahin komme, wissen die, es gab eigentlich nur eine Person, die immer diese Suppen gekauft hat und die Energy Drinks en masse. Und dann könnte es auch eine awkward Situation werden. Auch beim Einkaufen bin ich leider gezwungen, in Boy-Mode zu gehen. Und ja, selbst wenn die Personenstands- und Namensänderung dann erfolgt ist, ja, wird das noch ein bisschen tricky, sag ich mal. Ich habe halt nur diesen einen Laden. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, okay, dann gehe ich halt nicht mehr in Edeka. Gehe ich halt woanders hin, wo die Leute mich nicht kennen.
So einfach ist das nicht, Leute. Es ist einfach zu weit entfernt. Und wenn dann irgendwann die Hormontherapie angefangen wird, da haben die Leute mir schon gesagt, ich kann ja so schon nichts heben, ne? Und die Leute haben mir schon gesagt, jo, siehst du hier, dann kannst du noch weniger heben. Noch weniger heben. Alles klar. Ich krieg so schon kaum die Einkäufe nach Hause. Ja, whatever. Ist auf jeden Fall eine dumme Geschichte, ja. Und deswegen muss ich halt zur Edeka gehen. Ich weiß nicht, da habe ich bislang noch keine Lösung gefunden. Ich glaube, dann beiße ich einfach in den sauren Apfel. Ja, ich kann ja einfach nur hoffen, dass die dann den Boy-Mode nicht damit assoziieren. Ist einfach dein Gamble. Ja, ich kann euch auf jeden Fall eins sagen. Überall, wo ich den Ausweis nicht brauche, da werde ich jetzt komplett girly rumlaufen. Ich habe keinen Bock mehr. Aber ganz geht eben halt noch nicht. Und das finde ich so blöd. Guck mal, bei Sparkasse bin ich immer noch unter anderen Namen. Bei Ärzte, also und bei Krankenkasse auch unter anderen Namen. Das heißt, Ärzte, Sparkasse kann ich auch immer noch nicht im richtigen Modus, wo ich mich wohlfühle, hingehen. Muss ich auch immer noch den Boy-Mode nehmen. Und jetzt halt euch fest, wenn ich zu meinen Eltern mit dem Zug fahre, dann ist es so, man holt sich ein Online-Ticket. Also ich hole mir mal ein Online-Ticket. Und das ist nur gültig mit einem Lichtbildausweis. Was ist ein Lichtbildausweis? Das ist einfach euer Ausweis, Personalausweis. Kommst du auch wieder nicht drum rum. Aber ich sag's euch, Weihnachten, ich kack einfach drauf. Und mir graut es jetzt schon davor. Mir graut es jetzt schon davor, dass die Leute dann, beziehungsweise die Kontrolleure dann das nachfragen. I mean, die werden nachfragen. Oh Mann, was soll ich da machen? Das ist so doof. Versteht ihr, wie awkward und scheiße ich mich dann fühle? Ich, ach Mann. Ich bin gezwungen, in den Boy-Mode zu gehen. Ich bin immer noch gefangen, Leute. Ich kann immer noch nicht ganz frei sein. Und das geht mir so auf die Nerven. Das geht mir so hart auf die Nerven. Ich weiß nicht, Mann. Das zieht sich viel zu lang und ja. Also ein halbes bis ein ganzes Jahr muss ich mich da echt noch durchquälen und das macht mich ein bisschen unglücklich. Also wenn ihr da irgendwelche Tipps habt oder irgendwelche Vorschläge, wie ich mir das irgendwie erleichtern kann, dann schießt mal gerne los, weil das ist schon ein bisschen unangenehm alles. Na gut, wollte ich euch nun gesagt haben, gezwungen immer noch den Boy-Mode zu verwenden. Bin so froh, dass ich hier wenigstens frei sein kann. Ja, und auch wenn hier ein Paket kommt, ne? Ich weiß ja ungefähr, wann die kommen. Ich weiß ja, ich check ja auch immer Sendungsverfolge und so. Dann weiß ich ja ganz genau. Okay. DHL kommt meistens 11.30 Uhr. Dann weiß ich, bis 11.30 Uhr kannst du noch nicht komplett geschminkt sein und so. Weil dann steht da ja männlicher Name. Und nicht, dass sie dann sagen, ja, nee, du bist aber eine andere Person, jetzt kriegst du das Paket nicht. Und dann bringen sie es wieder weg zur Poststelle und dann muss ich sowieso mit Ausweis dahin kommen. Das wäre richtig awkward. Das muss ich auch vermeiden, das ist auch so blöd. Oh Mann, Leute, wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, schießt mal gerne los. Ich fühle mich immer noch so gefangen und ein bisschen blöd. Einerseits mega glücklich, dass ich es ausleben kann, aber andererseits halt nur so eingeschränkt, ne? Und man, dieser Zwiespalt zerstört mich so ein bisschen. Na gut, ich wiederhole mich. Leute, Daumen hoch, falls euch das Video hier gefallen hat. Diese Thematik muss ich mal loswerden, das lag mir die ganze Zeit schon auf dem Herzen. Und ja, stay awesome, eure Cecilia, ich wünsche euch was. Ciao! We'll be right back.